Herzlich willkommen zu Rheinach aktuell. Jedes Jahr verleiht die Gemeinde den Rheinacher Preis. Mit dem Preis werden Personen geehrt, die sich durch ihr Engagement hervorgetan haben. Auch im 2014 wird diese Tradition fortgeführt. Der Rheinacher Preis 2014 geht an Dr. René Saladé. Er hat sich in ganz besonderer Art und Weise um die Region verdient gemacht, hat sich vielfältig engagiert und hat eine Reihe von ganz tollen, gut lesbaren Publikationen veröffentlicht in den letzten Jahrzehnten. Was ist das für ein Gefühl, so den Rheinacher Preis zu bekommen? Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl, ein unerwartetes Gefühl. Ich bin stolz und ich bin auch dankbar. René Saladé ist Mitherausgeber zahlreicher Lehrmittel zur Heimatkunde und zur Weltgeschichte. Die Liste seiner Werke ist lang und reicht zurück bis in die 1960er Jahre. Der Antrieb war, Identität zu schaffen. Unser Kanton ist in einer außerordentlichen Weise in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsen, ausufernd. Und Rheinach ist ein Musterbeispiel für das Wahnsinnswachstum. Und die Gemeinde muss zu ihrer Identität finden. Und das ist nicht ganz einfach unter diesen Bedingungen. Seit 1966 wohnt René Saladé mit seiner Familie in Rheinach. Lange Zeit war er als Lehrer und Rektor am Gymnasium Oberwil tätig und engagierte sich in verschiedenen Organisationen in und um Rheinach. Ich war langjähriger Präsident von der Rheinacher Heide. Das ist ein Herzstück von Rheinach. Ich habe viel publiziert in der Region, im Kanton und speziell auch für Rheinach. Was für Themen hat Sie besonders interessiert? Die sind ganz verschiedenartig. Also einerseits Geschichte. Ich bin Historiker von Haus aus. Dann aber auch Volkskunde und, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, Biologie. Ich habe seinerzeit Storchenstation begründet im Leimedal und die Störche sind unterdessen heimisch geworden. Also habe ich nach der Pensionierung ein Buch geschrieben über Störche. Der Rheinacher Preis ist die offizielle Anerkennung der Gemeinde und beinhaltet zudem einen Geldbetrag von 5'000 Franken. Neben dem Hauptpreisträger werden jeweils auch Nebenpreisträger geehrt. Wir beobachten das Jahr durch immer, wer sich in Rheinach in irgendeiner Art und Weise engagiert, im Sport, in der Kultur, in der Politik. Und solche Leute tun wir dann bei der Vergabe vom Rheinacher Preis auch noch einladen als Ehrengäste. Weil wir möchten auch diesen Leuten zeigen, dass wir dankbar sind, dass sie irgendetwas Besonderes machen für die Gemeinde, für die Region. Und wer auch immer noch eingeladen wird, sind Jubilare. Das sind meistens Vertreter von Organisationen, die ein rundes Jubiläum haben, 100 Jahre oder 50 Jahre. Auch die tun wir bei dieser Gelegenheit ehren. Anfang April fand der erste Rheinacher Elterntag statt. Organisiert wurde der Anlass von drei Rheinacher Institutionen, der Elternbildung, der Bibliothek und der reformierten Kirchgemeinde. Eltern und Interessierte waren eingeladen, sich in verschiedenen Workshops auf Themen rund um die Erziehung und Bildung einzulassen und so neue Denkanstöße zu erhalten. Ein kabarettistischer Auftritt rundete das Programm ab. Wir waren für Sie vor Ort. Es war in der vergangenen Zeit etwas schwierig, die Eltern an verschiedenen Öben und Tagen zu motivieren, um sich mit der Erziehung auseinandersetzen, dass wir gefunden haben, wir dürfen das an einem Morgen konzentrieren mit verschiedenen Impulsworkshops zu verschiedenen Themen. Ich denke, Kinder zur Selbstständigkeit erziehen ist eine grosse Aufgabe. Das Angebot ist enorm, was es alles gibt an Fachliteratur, was sich im Internet tummelt. Und ich denke, wenn sich die Eltern können direkt austauschen mit einem Referent oder direkt auch mit anderen Eltern austauschen, dann ist das ein Dialog, dann ist das anders, als wenn man vor dem Internet sitzt und sich eine Antwort sucht. Es braucht den Austausch und es braucht auch die Möglichkeit, um Fragen zu stellen. Ich bin hier angekommen, weil ich Mutter bin von drei Teenie-Kindern und mich einfach ein bisschen motivieren wieder neu oder neue Ideen bekommen, wie ich mit meinen Kindern umgehen kann. Also in meinem Workshop war das Thema immer diese Jungs, also es ging um Pädagogik, gegangen, Erziehung von Jungs und
spezielle Frage, die sich aus dem ergänzt, wenn ich jeden Tag mit meinem Sohn zu tun habe und ihn erziehen möchte. Ältere haben konkrete Fragen gehabt, bezogen auf Erziehungssituationen. Sie haben aber auch verstehen wollen, wie so kann es sein, dass mein Sohn sich besonders oder anders verhält, als ich es eigentlich erwarte und erwünschen würde. Also es ist so um Verstehen gegangen und auch, welche Haltung kann ich eigentlich entwickeln, um meinem Sohn gut können zu begegnen. Die Idee dahinter ist, den Eltern Inputs zu geben zu verschiedenen Themen. Die Idee ist auch, die Eltern ein bisschen lustvoll daran anzuführen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich Impulse zu holen und auch Gedanken oder Ideen in den Familienalltag hineinbringen. Erziehen hat es auch niemand beigebracht, im engeren Sinne. Oder? Wir machen das so nach bestem Wissen und Gewissen. Das heisst, ohne Vorwissen und mit einem miserablen Gewissen gehen. Aber schau, bei uns daheim ist von der Erziehung her, das ist schon gesorgt. Das ist, nein, von letztem ruft der Gianluca, jetzt wird er zum fünften Mal Vater von vierten Frau. Sage ich am Abend zur Frau, du glaubst nicht, wer angerufen hat. Der Cink hat angerufen, der Cink wie aus der Kanone geschossen wird. Cink sagt man nicht. Und für Erziehung ist es gesorgt bei uns daheim. Das ist jetzt einfach ein kleines Problem, wenn jemand, der sich jetzt hat einen Erkenntnisgewinn in der Erziehung erhofft, der könnte jetzt wieder gehen. Weil das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, hey, easy, easy, das kommt schon gut. Das kommt einfach gut, es kommt ein bisschen Gelassenheit, das ist glaube ich alles, was wir brauchen. Der Rest können die Kinder von allein. Das war ja eigentlich ein Elternbildungstag gewesen. Und da bin ich ganz sicher der falsche Referent, weil ich alles falsch mache und nicht einmal Fixlin-Tücher zusammenlegen kann. Geschwiegen meine Kinder ziehen. Aber meine Kinder ziehen mich so gut, dass es bei uns daheim eigentlich alles in Ordnung ist. Wenn ich zu lange auf dem WC bleibe hocken mit dem Handy und am Gamen bin, dann kommt die Tochter schon klopfen und sagt, du bist gamesüchtig. Und irgendwie läuft es bei uns daheim gut. Vielleicht verkehrt, aber gut. Also den Benz Friedli haben wir ausgewählt, weil er halt einfach nicht nur der Fachmann ist oder auch bekannt ist bei den meisten Familien, weil er wirklich aus dem Vollen kann schöpfen kann, was das Zuhause, die Familie, das Familienproblem, Haushalt etc. anbelangt. Ich habe den Auftritt von Benz Friedli sensationell gut gefunden. Er beschreibt Situationen aus dem Alltag, die wir alle kennen, wo eins zu eins eigentlich denkst, oh ja, das habe ich auch schon gesehen oder das habe ich auch schon gedacht oder das ist mir auch schon passiert. Ich habe den Tag gut organisiert erlebt, abwechslungsreiche Workshops auch, also es hat für jede Bandbreite etwas gehabt, wirklich für jedes Interesse, man hat sich das können rauspicken, wo man das Gefühl hatte, da will ich noch etwas mehr wissen. Es waren spannende Begegnungen gewesen mit den Eltern. Man hat sich auch austauscht in den Workshop. Und auch jetzt so das Zusammenlachen in der grossen Gruppe mit Benz Friedle. Es war abwechslungsreich gewesen. Wie es jetzt weitergeht mit den Elterntagen, werden wir besprechen. Vom OK aus werden wir zusammensitzen und schauen, was wir das nächste Jahr machen, wie wir es machen, wer können wir beiziehen, auch zur Unterstützung, weil es ja doch ein sehr grosser Aufwand war, organisatorisch. Es war in diesen Workshops natürlich nicht möglich, alle Fragen zu beantworten und auf alle Eltern einzugehen, sodass wir im Herbst werden einen Vertiefungskurs zu bestimmten Themen anbieten, wo man dann eben konkreter sich mit dem Thema Buben zum Beispiel auseinandersetzen kann. Sich halt auch die Fragen beantworten lassen. Am Samstag, 12. April, findet beim Areal Alter Werkhof das Abschlussfest der Aushubarbeiten statt. Das Areal ist nun sauber und wird an die HRS übergeben, welche mit der Überbauung Steinreben beginnt. Die Gemeinde, die Arbeitsgemeinschaft Savere und die Projektleitung bedanken sich bei allen Beteiligten und laden ab 11 Uhr zu einer kurzen Feier mit Verpflegung ein. Details finden Sie auf der Gemeindewebseite. So viel von der Gemeindeverwaltung. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.